Für unsere YouTube-Freunde, willkommen. Weiter geht's mit der dritten Folge von The Captain, ein retro-stylischen Adventure-Spiel in 16-Bit-Pixel-Grafik. Ist ja. Sehr gut, macht Spaß. Ich glaube, ich merk's. Ist fluffig, ist auch entspannt, ist. So stressig, Alter. Ist nicht so stressig. Ist auch mal ganz schick, glaube ich. Schön gemacht irgendwie. Oh, das ist auf alle Fälle super. Jetzt gehen wir mal auf die Sternkarte. Ja, das haben wir schon uns angeguckt. So. Wüstenplanet haben wir erledigt. Mal zum Händler? Da kannst du ja Sachen kaufen. Was wollten wir nochmal? Energiegeschichten. Wir werden wahrscheinlich irgendwann angegriffen, ne? Energiegeschichten, ja. Guck mal, ob wir hier zu dem Ding wir hin können. Boah, was kommt denn da alles noch? Erde. Ah, wenn wir zurückreisen, ne? Ich glaube, erstmal fliegen wir zum Händler. Schauen nicht, was da alles gibt. Oder wollt ihr hier hin? Ey, was du sagst. Ey, da will ich jetzt noch nicht. Boxen will ich mich noch nicht. Ein sehr schönes Spiel, interessant auch. Händler Mick, mit Preisen, die du dir leisten kannst. Wir haben uns auf Schiffs-Upgrades-Kits spezialisiert. Verkaufen und kaufen aber so ziemlich jede Hardware, die wir in die Finger bekommen. Kann ja nicht schaden, dahin zu kommen. Ja, gehen wir mal gucken, ne? Kurs gesetzt auf Händler Mick. Voraussichtliche Ankunft 16 Tage Echtzeit. Aber ganz schön lang. Tage im Flug. Guten Tag, Captain. Ja, Schiff? Ich wollte dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Danke. Okay, danke. Was in deinem Apartment? Oh, so ein kleiner Händler, nur, wa? Händlerstation. Ich denke mal, wenn wir hier drauf klicken. Ja, gehen wir da rein. Hallöchen, Kumpel! Sag mir einfach, wenn du etwas Interessantes findest! Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wir haben 330 nur übrig, ne? Vielleicht sollte man nicht so viel ausgeben. Ja, wir können ja eh nichts aus. Ist was zu reparieren? Die Frage ist, was brauchen wir? Wir wissen eigentlich noch nicht, was wir brauchen, ne? Vielleicht sollte man doch sparen, André. Ja. Keine Gegenstände verkaufen, das brauchen wir alles, was wir haben, weil sonst sind wir ganz außen vor. Du hast recht, wir warten erstmal. Ja. Aber wir waren schon mal da. Ach, das. Achso, das. Nee, bloß. Achso, das Fleisch verkauft ihr, oder? Fleischpaket, ich weiß jetzt auch nicht, warte mal. Ganzes Huhn steht drauf. Das war aber kein Huhn, was wir dazu bereit haben, das war da ist ein Typ drin. Man muss ja wieder so sagen, hier Kollege Amitak hat mal eben einen Mensch aus der Kryokammer in ein Hühnchen verwandelt. Schön klein geraspelt. Eigentlich wollte er Epix noch mit dem sprechen, aber dann haben wir uns dazu entschieden. Ja, ich hatte gedacht, komm, wir tauen ihn mal auf. Aber Ami hat da einfach mal was. Leider der Hunger durchgekommen. Draus gemacht. Verkaufen können wir hier momentan nichts. Ich weiß auch nicht, ob wir sagen können, wenn ich was verkaufen will, dass ich das hier rüberziehe. Ne, geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht brauchen wir das auch noch, aber. Behalten wir es erstmal. Kannst du das denn verkaufen überhaupt? Ne, nichts runterschieben, also nicht, dass ich wüsste. Rechts, ich links oder so. Ja. Ja, dann lass das. Ich glaube, ich bin hier fertig. Ja, in Ordnung. Einen schönen Tag noch. Gut. Höhle. Dann fliegen wir weiter, oder was? Wir fliegen nach VLL 624. So. Müssen wir denn dahin? Weiß nicht. Gucken wir uns einfach um. Im Orbit von VL 624. Schiff! Schiff! Ja, Captain? Was kannst du mir über diesen Stein erzählen? Eigentlich nicht so viel. Ich kann nur an einem einzigen Ort auf dem ganzen Planeten Lebenszeichen finden. Und sie kommen alle aus dem Inneren des großen Gebäudes da unten. Okay, danke.
Ah, hat gespeichert, sehr gut. Großer Gebäudestandort. Kontakt erstmal. Wir können auch rundfunken, ne? Du befindest dich im Orbit von AAE-Anlage 13. Dieser Planet und alles, was sich in der Atmosphäre oder auf seiner Oberfläche befindet, gehört der AAE Corporation. Diese Einrichtung ist derzeit im ELD-Modus. Notverriegelung, automatische Nachricht von der AAE. Im Rahmen des Abkommens über die allgemeine Gesundheit und Sicherheit von 2214. Wir raten dir, keine weiteren Versuche zu unternehmen, diese Einrichtung zu kontaktieren. Für weitere Informationen wende dich bitte an das AAE-Hauptkundebüro im Path-State-System. Einen schönen Tag noch. Jetzt soll man nicht landen. Kennst du uns doch. Er hat ja gespeichert. Das heißt, wir könnten theoretisch laden, wenn wir im Sack sind, ne? Okay. Wenn du dein Schiff nach einer Schlacht reparieren musst, kannst du das bei einem Handelsposten machen. Und ab geht die Post. Ab geht die Party und die Party geht ab. Ist auch mal geil, wenn er da startet, ne, mit dem... Brr, ist das kalt hier. Ich habe die Temperatur auf 3 Grad Celsius in der aktuellen Höhe gemessen. Das würde das Brrr-Gefühl erklären. Kann eine Minustemperatur von minus 200 Grad aushalten und trotzdem noch gut funktionieren. Das ist faszinierend, Shuttle. Einverstanden. Ich schaue mir das genauer an, versuche in die Anlage zu kommen. Ich hätte einen Mantel mitnehmen sollen. Nur ein Behälter. Da steht AAE drauf. Eine Company, die abbaut, ne? Nichts passiert. Es muss abgeschlossen sein. Es gibt einen großen Metallschalter. Er ist mit der Haupttür verbunden. Das blinkende Licht sagt mir, dass es hier Strom gibt. Immer auch rein. Oder kleine Gebäude, kannst du auch reingehen, oder was? Aus wie nach Aliens. Mhm. Da hat aber viel zu tun. Türsteuerung, gucken wir uns das mal an. Dies ist eindeutig der Schalter für die Tür. Öffnet und schließt die Haupttür. Geh mal kurz auf Toilette. Alles klar. Danach folge ich dir, wenn du fertig bist. Nein, da musst du jetzt durch. Hier drin ist es wärmer. Ich bin froh, dass ich keinen verdammten Mantel mitgenommen habe, den ich herumschleppen muss. Ja, hallo, ist hier jemand? Hallo? Wo sind alle? Das sieht aus wie eine Laderampe oder eine Art Hangar. Es ist so dunkel, um wirklich etwas zu sehen. Das funktioniert nicht, das Terminal. Vielleicht, weil der Strom hier drin aus ist. Das ist ein einfacher Stromschalter. Ich wette, das schaltet eine Art sekundäres Stromnetz für die Station ein. Anlage in Notabschaltung versetzt. Die Systeme bleiben im ELD-Modus, bis das AAE-Sicherheitsabteilung die allgemeinen Routinen wiederherstellt. Aufzüge aktivieren. Startsequenz des Terminals. System in den sicheren Modus versetzt. Alle Aufzüge der Sicherheitsstufe 4 werden aktiviert.
Es ist ein Einheitsladder. Eine Einheitsladder? Was denn? Diese hier scheint eine gewisse Wartung zu brauchen. Er hat kein Öl mehr und es fehlt irgendeine Art von Stromzufuhr. Einer von zwei Einheitsladern in diesem Raum. Dieser hier hängt an einem Mobilkran. Es fehlt ein Bein. Diese Schönheiten könnten mehrere Tonnen heben, wenn sie in einem guten Zustand sind. Hier findest du alle Sicherheitsinformationen zu diesem gelben Einheitsladern. Hier steht: Einheitslader. Für den Betrieb der Maschine ist ein Führungsschein der Klasse D erforderlich. Warnung: Rotierende Spindel und defekte Kolben können dich bei unsachgemäßem Gebrauch schneiden, quetschen oder anderweitig schwer verletzen. Nutze immer einen Sicherheitsgurt, wenn du die Maschine bedienst. Es gibt auch eine Reihe sehr gut gestalteter Icons, die überraschenderweise grafisch zeigen, was alles schiefgehen kann. Es gibt eins, bei dem ich glaube, dass der Kopf abgeflacht ist. Autsch! Sieht aus wie ein Ventilator. Dieser ist absolut riesig. Es ist ein Aufzug. Die Schilder an der Tür deuten darauf hin, dass er nach unten fährt. Ja, mal gucken, wo wir jetzt sind. Stromgriff. Es werde Licht. Was war das? Pattel, hast du das gespürt? Ja, Kumpel, es wurde eine 3,4 auf der Richterskala registriert. An dieser Wand gibt es drei deutliche Kratzspuren. Ich sage es nur ungern, aber sie sehen aus, als wären sie von einem Tier gemacht worden. Ah, wir sind in der unteren Ebene. Sicherheit, Büros. Eh, alles klar. Hat was von Alien so ein bisschen. Auf dem Schild steht Chefarzt Dr. Cake. Und es ist ziemlich leer. Wo sind alle? Das ist ein gut aussehender Kerl. Das muss Mr. Cake sein. Dr. Hershey, männlich, Haarfarbe, Regenbogenfarben, Augenfarbe grau, Gehirnwellenfrequenz 130 Hertz. Die beschleunigte künstliche Evolution garantiert die Privatsphäre der Daten in der... Da, okay. Dr. Friend One, Haarfarbe braun, Augenfarbe blau, Gehirnfrequenz 117 Hertz. Wie sieht's aus? Ich bin jetzt in diesem Gebäude drin, gerade in den zweiten Stock runtergefahren.
Dr. Lynn Cake, weiblich 31, D5510, Hausfrau Blond. Das ist die Frage. Lese erst die Fallakten, dann nehme ich die mit. Das Familienfoto. Stiftbecher. Es ist ein Stiftbecher, aber es, hier gibt es keine Stifte. Allerdings ist unten etwas drin. Da rein. Allerdings ist da unten etwas drin. Kannst du ihn nehmen? Nehmen kann ich ihn. Volltreffer. Das Geld, oder? Jupp. Nehmen wir an, das war Kohle. Jetzt muss ich nur noch die Maschine finden, die sie annimmt. Und wir können ein kleines Picknick machen. Safe. Es ist ein Safe, der in der Wand eingebaut ist. Rechts daneben befindet sich ein Tastenfeld. Ich vermute, dass man dort den Code eingeben muss, um ihn zu öffnen. So ist das immer. Ich werde keine Zeit damit verschwenden, sie ohne den Code zu öffnen. AAE ist ein stolzer Teil der Zukunft und der humanoiden Evolution. Ich werde keine Zeit damit verschwenden. Ah, okay. Der will keine Zeit verschwenden, den Code einzugeben. Das steht da in dem Regal. Ja, wenn er den Code nicht weiß, brauche ich nicht eingeben. Das ist ein Bild. Okay. Würde mich nicht wundern, wenn da gleich noch irgendwelche Aliens auftauchen. Wobei ich mich wundern würde, wie wir uns da verteidigen sollen. Weißt du, ich meine, weil wir haben ja momentan noch nichts. Nee. Du hast doch was in der Hand da, oder nicht? Geh da nochmal rein. Ob da nochmal irgendwas war, was war. Den haben wir das haben wir angeguckt, das Bild haben wir auch angeguckt. Okay. Das haben wir hier, hier haben wir alles erledigt. Jetzt müssen wir mal. Hier. Das ist das Stromding, das habe ich gerade angemacht, damit hier Licht reinkommt. Ah, okay. Auf dem Schild steht Dr. Drum. The Drum. Dr. Dre. Dr. Dre nicht. Wanddekoration. Es gibt ein paar gerahmte Fotos von einem jungen Mann. Das grobe Poster fasst die verschiedenen Biokonservierungstechniken zusammen. Keycode-Konsole. Ein Ziffernblock. Es ist ein Ziffernblock für die Wandluke daneben. Ich kenne den Code nicht. Das ist gleich ein epileptischer Schock. Und was für? Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. George Orwell. Ach du Scheiße. Dank eingeschränkte und persönlichen Zugang zum Labor 13 beantragt. Der Antrag wurde vom Chef Dr. Cake ablehnend. Ich habe eine offizielle Beschwerde beim Vorstand eingereicht. Die Experimente im Labor 12 wurden für die Dauer des Jahres im Labor 13 verlegt. Alle Exemplare aus Labor 12 wurden in die Population des neuen Labors 14 integriert. Labor 14 ist eingerichtet und an das Hauptstromnetz angeschlossen. Der erste Durchlauf ist erfolgreich verlaufen. Ich werde Ende dieser Woche mit den täglichen Arbeiten beginnen. DNA-Extraktion. Mit einzelsträngiger DNA als Basis haben wir festgestellt, dass dieses Verfahren mehr anfängliche Stammzelleninjektion benötigt. Dies war Teil der des ersten Tests zur DNA-Extraktion. Test fehlgeschlagen. GK. DNA-Extraktion. Protein- und RNA-Abbau und Enzyme hatten wir in den Einfluss auf das transformierende Prinzip. Aber Enzyme, die DNA abbauen können, eliminieren die transformierende Aktivität. DNA-Extraktion. Die gereinigte Substanz ergab ein negatives Erlebnis bei chemischen Tests. Boah, ich liebe das, wenn man so 3000 Sachen durchlesen muss. Das ist immer scheiße. Ja, aber ist doch gut. Das ist doch spannend. Das ist die Geschichte, weiß ich mein. Die für den Nachweis von Proteinen bekannt sind.
aber ein starkes positives Ergebnis bei einem chemischen Test, der für den Nachweis von DNA bekannt ist, zufrieden mit dem Ergebnis. DNA-Extraktion als harmlose RT-Bakterien mit Hitze abgetöteten LSUV-Bakterien kombiniert und eine Art Probe injiziert wurden, entwickelte das Exemplar nicht nur eine Lungenentzündung und starb, sondern als Dr. Hershey eine Blutprobe entnahm, stellte er fest, dass diese lebende ST-Bakterien enthielt. Erstaunlich. Organisation. Ich habe Area 52 geöffnet. Mit einer Zugangsstufe von 4. Dr. Cake findet es schwer zu glauben, dass sie als leitende Wissenschaftlerin keinen vollen Zugang zu ihrer eigenen Station haben sollte. Ich habe den Vorstand kontaktiert und warte auf eine Antwort. Es ist überall so viel drin. DNA-Verbesserung. Der erste Test in der neuen Area 52 war ein großer Fehlschlag. Die Kombination des vorentwickelten Genoms der Katze D12 mit dem neuen eingetroffenen Exemplar Codename Sapi endete fast augenblicklich mit einem totalen Zusammenbruch der Körperfunktion. Mit dem neuen DNA-Extraktion, mit dem neu kalibrierten Extraktor entdeckte ich, dass ich das biologische Exemplar sehr ähnlich wie einen Menschen reproduzieren konnte. Keine lebenswichtige, aber eine lustige Tatsache. So, jetzt die letzte. Persönlich, ich habe Dr. Hershey aus meinem Team entfernt. Seine wachsende Sorge um Area 52 behindert mich. Ich werde mich in Zukunft voll und ganz auf die mir übertragene Aufgabe konzentrieren. Die Geschichte geht immer weiter, ne? Alle wollen uns angucken. Spannend. S44. DNA-Extraktion 2. Ein Liter der Stammzelle für die allgemeine Verwendung in zukünftigen Experimenten extrahiert. Dies ist meine letzte offizielle Dokumentation im offiziellen Register. Wer ist denn das? Dr. Drum wieder. DNA-Verbesserung 25. A52. Die Sapi wacht früh auf, bevor ein Berührungsmittel verabreicht werden konnte. Nach einem anfänglichen Schock von der Sapi, als sie feststellte, dass sie ihre oberen Extremitäten abgetrennt worden waren, konnte sie mit einem starken D-Schuss ruhiggestellt werden. Wahrscheinlich ein Betäubungsmittel. DNA-Verbesserung, Dr. Dram. 23 A52. Der lange. Oder 52, wie auch immer. Tag. Der lange Tag endete damit, dass sowohl die Saphir als auch die Katze tot waren. Keine neuen ST-Bakterien innerhalb der Enzyme gefunden. Dr. Dram, DNA-Verbesserung. Der dritte Test in Area 52 war ein weiterer Fehlschlag. Beide Exemplare litten stark, bevor sie vollständig abgeschaltet wurden. Der Schwefel wird überhitzt bei der ersten Injektion. Wie das aussieht, sind das ganz schön fiese Sachen, die da machen. Ne? DNA-Verbesserung. Bei der Umordnung der Elektronen, die eine chemische Bindung bilden, geht es in der Regel um ein paar Zehntel EV bis zu einigen EV. Bei vorbereiteten Proben, die mit der Substanz D injiziert wurden, verringert sich dieser Effekt. Endlich. DNA-Verbesserung, Dr. Dram. Eine Probe wurde als radioaktives Isotop von Schwefel hergestellt. In keinem der Proteine wurden Spuren gefunden. Sinnlose Ergebnisse. Dr. Dram wieder DNA-Verbesserung. Ich habe eine Substanz, entweder DNA oder Protein, in dem wird injiziert. Diese Substanz gab Anweisungen, die das Wirtsbakterium dazu brachten, viele, viele Phagen zu produzieren. Gucken wir mal, was die kranken Schweine da noch gemacht haben. Dr. Hershey droht damit, mich bei der Universellen Organisation für Ethik zu melden. Ich musste bei ihm Reut einsetzen, mit Erfolg. Reut, das ist bestimmt nichts Gutes. Reut, ich habe Dr. Wont in die Kammer bekommen. Ich musste ihn austricksen und ihm sagen, dass es ein technisches Problem habe. Ich führte einen Reset-Test durch, während er drinnen war. Es hat funktioniert. Er ist jetzt unter meiner vollen Kontrolle. Kranke Schweine. Ja, Dr. Drum ist ein fieser Hund, ne? Reut. Die ersten Versuche mit der Grundfunktion Reset der Maschine sind vielversprechend, aber es sind weitere Kalibrierungen erforderlich, bevor zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden können. Breut, ich habe mein Gitron, privates Projekt Breut, heute Nachmittag von AAE-Ingenieuren in meinem Büro installieren lassen. Ich werde noch in diesem Monat mit dem Experimenten beginnen. Das ist die Breut-Kammer, siehst du, da ist sie direkt. Auch mal rein. Da gehe ich auch gleich rein. Igitt, es ist ein großes Gehirn in einem Glasbehälter. Es hat kleine Metallplaketten auf dem Fuß, auf der steht: Du hattest einen wunderbaren Verstand in Erinnerung an meine Liebe, Dante Dram. Oh mein Gott. Ich glaube, jemand fiel es schwer loszulassen. Es ist ein menschenähnliches Skelett in Lebensgröße. Oben auf dem Stützrahmen findet sich eine Plakette. Du machst wohl Witze. Du hast mir Halt und Unterstützung gegeben. Ich werde dich nie verlassen, meine Liebe, in Erinnerung an Dante Dram. Ich denke, wenn du jemanden wirklich liebst. Gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Also,
Dante Drum, ist das jetzt der Dante Drum oder ist das der Dante Drum, der das alles gemacht hat? Ich blick da auch langsam nicht mehr durch. Diese Metalldüse ist mit einem kleinen grünen Lampen, ist mit kleinen grünen Lampen gefüllt. Es ist mit einer Art elektrischen Scharnier befestigt. Es ist eine Kette mit einem Griff. Ich kann das von hier aus nicht machen. Ich kann das von hier aus nicht machen. Sehr schön. Diese Tür rührt sich nicht. Aber hier gibt es ein Tastenfeld. Ich glaube, ich muss den Code kennen, damit er sich öffnet. Hey, okay, wir haben ja uns alles angeguckt erstmal. Die ganzen Schilder da oben auch, oder was? Die ganzen Schilder auch da oben. Gerahmte Fotos, junger Mann, da wusste fast in verschiedenen Bio-Konsumen zusammen. Aber da ist nichts Wildes. Das ist. Wenn es da irgendwelche Keyboard. Ich kann das nicht benutzen. Ist da, ja, du sollst das Poster nicht benutzen, weil es ein Scheiß. Ich hab den Code nicht. So, irgendwas Fieses ist da gelaufen. Es ist ein mittelgroßer Geräteschrank, auf alle Fälle. Muss irgendwas. Um ihn zu öffnen, bräuchte ich den richtigen Schlüssel. Mal in die Sicherheit rein. Irgendwas übersehen haben? Es ist ein Zugangspanel an der Tür. Ich bräuchte einen Zugangsstick mit der richtigen Sicherheitsstufe, um hier reinzukommen. Hast du jetzt vor? Nur ein bisschen. Ich sitze neben dir, Alter. Du überlebst das schon. Nein. Ich kann hier keine Tasten finden. Neben der Tür befindet sich jedoch ein Schlitz für den Zugangsstick. Vielleicht müssen wir in den Aufzug rein, weiter runter. Als wir weiter runterkommen. Das ist aber richtig vertrauenserweckender Fahrstuhl schon mal, ne? Ach nicht, der fährt wieder hoch gleich, der Typ. Er geht weiter runter. Labor. Vorher waren wir da und da sind wir gestartet. Da bist du auf Toilette gegangen, wo ich reingekommen bin. Da bin ich ja unten dann gewesen, wo wir gerade waren. Ja, da musst du drücken, da. Ich glaube, er sagt ja was. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Er zeigt doch auf was. Auf das Ding. Hinterkomm wahrscheinlich. Ey, ich fass es nicht. Ey. Aufsprechen, ja. Ich hab den Aufzug gehört. Du bist hier unter am Leben. Ja. Ich hatte schon befürchtet, dass alle entweder gestorben oder weggegangen waren. Ich sitze hier schon seit Tagen fest und brauche deine Hilfe, um rauszukommen. Seit Tagen? Was ist denn hier passiert? Das ist eine lange Geschichte. Ich sag's dir, sobald du mir hier raushilfst. Bist du allein hier? Nein, hier arbeiten 5 Wissenschaftler. Was machst du hier? Dies ist eine wissenschaftliche Einrichtung zur Protogenetikbeschleunigung. Wir betreiben hier Spitzenforschung in der Genetik. Und jetzt holt mich hier. Das ist ganz gefährlich. Und jetzt holt mich hier raus. Der Geruch hier drin ist gelinde gesagt streng. Ah, ich verstehe. Keine Toilette da drin. Wir müssen die Ursache des Geruchs nicht analysieren, wenn das für dich in Ordnung ist. Auf dem Terminal stand, am Eingang stand, etwas darüber, dass diese Einrichtung für den Notfall gesperrt ist. Was? Nein! Das Kernsystem der Einrichtung hat einen fehlgeschlagenen Neustart durchgeführt und muss während des Starts fehlgeschlagen sein. Ich weiß nicht, das sieht aus wie ein Quarantänelabor. Ja, genau. Was ist dein Argument? Du
könntest mit einem außerirdischen Virus. Du könntest mit einem außerirdischen Virus infiziert sein. Was? Ist das dein Ernst? Nein, das Kernsystem der Einrichtung hat einen fehlgeschlagenen Neustart durchgeführt. Wie würde ich diese Tür öffnen? Geh hoch in mein Büro, es befindet sich ein Stockwerk über diesem hier. Auf der Tür steht Dr. Cake. Du kannst dir einen Zugangsstick aus meinem Sicherheitsschrank holen. Mit diesem kannst du den Sicherheitsraum der Einrichtung betreten. Von dort aus kannst du den ELD-Modus ausschalten. Danach werden die Labortüren entriegelt. Ich schaue mich mal um. Warte ab. Oh, und noch etwas. Und hör gut zu, das ist wichtig. Dr. Dröms hat drüben im Area 51 ein provisorisches Labor mit hochflüchtigen Experimenten eingerichtet. Es befindet sich am linken Ende des Gangs. Unter normalen Umständen würde dir der Stick keinen Zugang zum Hochsicherheitsbereich gewähren. Aber wenn die Station im ELD-Modus ist, ein Teil von Area 51 dient als Notunterkunft, wodurch die Sicherheitsstufe gesenkt wird. Verliere dich nicht und wandere nicht aus Versehen dort hinein. Was ist da drin? Mach dir jetzt keine Sorgen dafür. Nimm einfach den Stick und schließe die Türen im Sicherheitsraum auf. Oh, und der Code für das Schließfach lautet 4333. Mhm. Verstanden. Man kann nirgendwo rein. Also, es gibt keinen, ne? Wollen wir mal in den Intercom? Genau, Intercom. Richtig, hast recht. Das müsste eigentlich gehen. Keine Kommunikation aktiviert. Machen wir das mal hier. Da ist ja auch keiner. Ging da nur, weil die Olle da drin ist. Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Okay. Da ist auch nichts. Dann gehen wir ein Stockwerk hoch. 4333 war das gerade oder 4443? 4333333. Bei Dr. Break ist die alte, ne? Ins Code. Das sieht aus wie ein biometrischer Scanner. Ich denke, er funktioniert, indem er eine Reihe von biologischen Datensätzen scannt, um festzustellen, ob der Nutzer die richtige Sicherheitsstufe hat. Die einzige Möglichkeit, den Aufzug zu öffnen, ist, ihn so zu manipulieren, dass er glaubt, ich hätte diese Sicherheitsstufe. Subjekt Augenfarbe akzeptiert. Subjekt Hirnwellenfrequenz abgelehnt. Subjekt DNA abgelehnt. Zugriff verweigert. Das, guck mal, da ist der Zugangsstick, Dingsbums. Ich kann hier keine Taste sehen. Das ist, glaube ich, hier dieses Area 51, wo wir eigentlich nicht reingehen sollen, wo wir aber vielleicht gleich doch reingehen, weißt du, mit dem Stick. Phylogenetik. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen jetzt eine Etage höher. Die Grafik ist auch gut, ne? Hm? Komplett grob, die Grafik. Aber stimmig. Wir wollen aber zu Dr. Drake, haben wir gerade festgestellt, ne? Mhm. Dr. Drake. Dr. Cake. War das Cake oder Drake? Cake. Sauber Cake. Sehr gut. Untersucht das Objekt, Dr. Frank Drum. Ich muss leider berichten, dass Dr. Drum zunehmender Mangel an Respekt für ihre Kollegen zu einem Problem geworden ist. Sie kann sowohl verbal als auch körperlich auffällig werden, sowohl mir als auch Dr. Hershey gegenüber. Ihr Fachwissen im Bereich der DNA-Manipulation hat sie in Bereiche geführt, die eindeutig außerhalb der AAE-Richtlinien liegen. Weiteres führt sie in ihrem Büro eine Art privates Projekt durch. Ich habe Dokumente mit der Aufschrift Projekt Droid gesehen. Ist das eine genehmigte Arbeit? Dr.
Rum ist auch schon eine Frau. Ob ja, Dr. Kick sagt, dass sie das Ding in die Tür zum Sicherheitsbereich öffnet und ich von dort aus die Labortüren entriegeln kann. Hm. Es würde mir auch Zugang zu Area 52 gewähren, hat sie gesagt, dass ich da nicht reingehen soll. Gehen wir da rein, wir wollen ja wissen, was da los ist. Hm. Also wir gehen wieder runter. War glaube ich unten auch, ne? Das eine Ding, wo... Ja. Haben wir jetzt zwei Spiele auf dem Plan. Einmal so Captain, einmal halbsteif. Captain ist gut. Captain ist richtig gut, macht richtig Bock. Ich hab jetzt Bock da reinzugehen, wo ich nicht reingehen soll. Das ist Area 52. Ich denke mal, da soll ich nicht reinstecken, den Schlitz. Das scheint das Zugangspanel für die Tür zu sein. Allerdings gibt es keine Tasten, nur ein Steckplatz für einen Zugangsstick. Was ist den Stecken da? Apfel grün, ja. Da sind wir gleich tot oder wir entdecken was Neues? Und bis jetzt machen wir immer. Da in die Kryogenetik sollte es nicht rein, oder? Egal, gehen wir da rein jetzt. Dr. Dre hat's noch gesagt. Dr. Dre hat's gesagt. Oha! Ui, ui, ui. Wir leben noch. Autsch, mein Gott! Ich bin am Leben? Was war das für ein Ding? Ist gar nicht mal so unspannend irgendwie, ne? Wo bin ich? Jemand hier? Shuttle? Shuttle, kannst du mich hören? Schätze nicht. Ich muss zu weit unten sein, um Funkkontakt zu haben. Verdammt, ich muss den Zugangsweg bei dem Sturz verloren haben. Weichert Scheiße. An dieser Stelle, liebe Freunde, sagen wir auf Wiedersehen und sehen uns beim nächsten Mal wieder.